Hallo. Willkommen zurück im Würfel und Zucker mit der nächsten Folge Brettspielbegriffe erklärt. Genau. Und heute geht es um die Buchstaben Endgame. Endgame, ja, das ist nicht nur ein sehr populärer Film, sondern meint, ich kenne das Begriff auch als Late Game häufig. Viele komplexere Spiele haben so Phasen und am Ende eines Spiels sind die so ein bisschen anders. Also wenn das Spiel sich dem Ende neigt, müssen manchmal Regeln geändert werden, weil man sagt, okay, jetzt wissen die Leute, sie haben keine Züge mehr oder sie kommen nur noch so und so oft an den Zug und Also dann werden sie sich anders verhalten, also müssen wir das Spiel kann anpassen. durchaus sein, dass zum Beispiel keine Ressourcen mehr produziert werden, weil du sie gar nicht mehr benutzen Genau. kannst. Es gibt sehr viele Spiele, da sieht das Endgame so aus, wenn das und das passiert, dann ist jetzt jeder Spieler nochmal dran und dann ist vorbei. Und das muss man vorher wissen. Also wie sieht das Endgame aus? Weil wenn es plötzlich vorbei ist, dann werde ich kurz vor Schluss meine Züge ganz anders machen, aus Angst, dass ich nicht mehr drankomme, als wenn ich weiß, im Endgame gibt es noch die und die Regel vielleicht extra oder weniger. Es kann zum Beispiel auch sein, dass sich die Aktionspunkte reduzieren, dass du das ganze Spiel über zwei Aktionen machen durftest und im Endgame dann zum Beispiel nur noch eine Aktion machen darfst. Also da gibt Genau. es tatsächlich Regelanpassungen für das Endgame, deswegen ist Endgame hier ein Begriff. Dann haben wir Engine Builder. Einer unserer Auf Lieblingsmechaniken. jeden Fall. Das haben wir auch noch, haben wir eigentlich Kettenreaktion Nee, extra? weiß ich Nee. gar nicht. Nee, kann Aber sein. Engine Builder meint, also Engine Motor oder Maschine, meint hauptsächlich, dass du im Laufe des Spiels oft was bei dir auslegst und dadurch haben weitere Aktionen, die du im Spiel tust, eine Folge. Also du verbesserst sie. Man baut eine Engine auf. Also ich mache etwas und darauf folgt, dass es immer besser wird. Je größer, je besser meine Engine wird. Das Tolle und Spannende spielerisch ist dabei, dass jeder seine Engine anders aufbaut. Also vielleicht Aktionen unterschiedlich verstärkt oder komplett andere Aktionen verstärkt. Und ein populäres Beispiel finden wir ist Flügelschlag, wo Ist man. zwar sehr neu, aber Ist wirklich sehr sehr, neu, sehr aber das populär. ist schon super populär, genau. Wo man ja seine Engine dadurch aufbaut, dass man verschiedene Vögel auslegt, die man dann ja immer wieder auslöst. Und dann vielleicht, wenn man diese gut zusammenpassen, die Vögel, dann baut man so eine Engine auf, also so eine Maschine, die nach und nach automatisch abläuft. Das ist so grob die Beschreibung von Engine-Builder. Klassiker ist, dass Mirko eigentlich immer mehr damit beschäftigt ist, seine Engine wunderschön zu machen. Ich liebe Engines, Er ja. kriegt immer extra Punkte für die schönste Engine. Aber meistens vergisst er dabei, dass er auch irgendwie Siegpunkte Ja, produzieren muss. das ist noch ein Ganz oft. Kapitel, genau. Also ich liebe dieses Bauen von Engines. Das hat man auch oft in Deckbildern, dass das Deck, das man sich zusammenbaut, eine schöne Engine hat. Oft ist es bei mir nicht zielführend. Bei mir ist ganz, ganz klassisch, kann man sagen, der Weg ist das Ziel. Also mir macht das so Spaß, diese Engine zu spielen, dass ich am Ende gewinne, ist mir da gar nicht so wichtig bei. Ich merke das dann immer. Ich bin immer schon immer relativ Ja, früh. die hat da immer schon so ein Auge drauf. Ich mache sie so heimlich, mache sie so langsam Schluss und versuche das dann auch Muss mal ja auch mal so. eine Chance haben gegen Ja, dich. es ist Wenn halt. ich zu spät dran bin und Mirkos Engine tatsächlich dann anfängt zu funktionieren, habe ich keine Chance Genau, mehr. deswegen ist bei Engine-Bildern auch oft so, dass die ein bestimmtes Ende haben. Das muss irgendwann eintreffen. Wenn das unendlich lang dauern würde, das Spiel, dann würde halt eine gute Engine das komplett broken machen. Also die Spiele müssen reguliert werden, also die Rundenanzahl muss vielleicht kürzer sein, weil sonst würde eine Engine irgendwann ausarten. Richtig gute Engines, die werden so groß und würden so viel machen, dass man sie abbremsen Ein muss. klassischer Engine-Builder lässt dich auch in der ersten Runde so fühlen, als hättest du überhaupt gar nicht die Chance, irgendetwas zu tun, weil du denkst so, was? Wir spielen nur Ja, fünf Runden, ich habe ja, überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu ja. machen. Aber dadurch, dass du halt deine Engine aufbaust, hast du halt in jeder Runde mehr Optionen und das Ja. potenziert sich dann so ein bisschen. Und deswegen ist es oft so, dass bei Engine-Bildern relativ wenige Runden gespielt werden, weil das halt so sich so krass halt ausbreitet. Ja, ich liebe das. Erschöpfen bzw. tappen. Genau. Ist oft auch bei Engine-Bildern oder ähnlichen Sachen ein Wort. Und zwar meint das, dass du Dinge vor dir liegen hast, oft Karten,
Und die kannst du vielleicht einmal pro Runde einsetzen. Spielrunden kommen, glaube ich, später noch zu. Und dann musst du sie erschöpfen. Oft werden Karten dann irgendwie auf die Seite gedreht, dass das Bild schief liegt oder so. Das Gegenteil davon wäre dann meistens auffrischen oder erfrischen, dass man sie wieder reaktiviert. Genau. Das soll dazu führen, dass man etwa eine Fähigkeit nicht unendlich oft benutzen kann, sondern nur so und so oft. Also es gibt durchaus Fähigkeiten, die kannst du unendlich häufig benutzen. Es gibt halt Fähigkeiten, die musst du erschöpfen und darfst sie dann eben erst wieder nach einer bestimmten Anzahl oder so auffrischen. Genau, und dann gibt es halt noch den anderen Fall, wo du eine Sache nur einmal benutzen darfst und das muss man, deswegen gibt es dieses Erschöpfen, das sagt dann halt, benutze es einmal, aber nur quasi einmal pro Runde. Dann gibt es noch einmal im Spiel, da haben wir nachher noch ein Kapitel zu. Und dieses Tappen, ich bin mir da nicht mehr so sicher, ist eventuell mittlerweile ein geschützter Begriff von Magic the Gathering. Früher hat man, also ich habe das so gelernt, tappe die Karte und enttappe sie. Also es wird in neueren Spielanleitungen nicht mehr tappen genannt werden dürfen, weil Magic sich den Begriff geschützt hat. Genau, also wenn ihr es irgendwo mal liest oder hört, dann meint tappe deine Karte, meint drehe sie um 90 Grad, um anzuzeigen, dass sie erschöpft ist, also dass du sie nicht mehr benutzen kannst. Und die neueren Spiele benutzen von vornherein schon erschöpfen. Genau, die neueren Spiele benutzen oder sogar ganz andere Wörter, werden manchmal thematisch passender aus. Ja, genau. So, dann haben wir als nächstes Escape-Rätselspiele. Ja, ist jetzt kein super schwieriger Begriff. Wir wollten es mal erwähnt haben, dass ja in den letzten Jahren diese ganzen Escape-Rätsel, Adventure, Detektiv und so weiter, die sind ja unfassbar populär wieder geworden. Dabei gibt es die eigentlich auch schon länger. Also diese Sherlock Holmes Criminal Detective ist ja auch ein Rätselspiel, was irgendwie in den 80ern tatsächlich mal populär war. Durch diesen Boom der Escape Rooms. Die ja dich physisch wirklich irgendwo einsperren und dich rätseln lassen, ist es auch in den Brettspielen nochmal super populär geworden. Und da gibt es so viele verschiedene Arten, Dinge, die kaputt gehen, Dinge, die man häufiger benutzen kann. Auf jeden Fall ist es oft immer Rätseln zusammen. Genau. Und die unterscheiden sich halt in Escape- oder Detektivrätselspiele, aber das ist eigentlich nur eine thematische Unterscheidung. Bei Escape ist halt dieses Thema immer, du musst aus irgendwas entkommen, aber eigentlich rätselst du auch nur, damit du dem entkommen kannst. Ja. Also eigentlich sind das alles Also Escape bedeutet ja, das englische Wort Escape bedeutet ja eigentlich entkommen oder Flucht. Genau. Und kommt halt daher, dass es diese Escape Rooms, wo man entkommen möchte, das von da kommt. Aber wir fassen auch ganz viele andere Thematiken unter dem Begriff Escape-Spiele. Genau, eigentlich sind es alles Rätselspiele. Ja. Und gar nichts Neues eigentlich. Jetzt Eurogames. Eurogames, genau. Eurogames sind tatsächlich mit Catan. Das hat den Begriff Eurogames erstmalig geprägt. Das ist tatsächlich das Pendant zu Ameritrash Games und die wurden auch von den Amerikanern als erstes Eurogames genannt, weil die Amerikaner damit vollkommen überfordert waren. Und es war sogar so, dass man... Catan ist ja ein deutsches Spiel und es war super populär auch in Amerika, dass man, bevor es die Eurogames gab es das German Board Game als Begriff, das deutsche Brettspiel, weil die halt genau dieses Spiel und dann viele weitere aus Deutschland, wer es nicht weiß, Deutschland ist tatsächlich sehr groß im Brettspiel unterwegs, aber jetzt kommen auch alle anderen hinterher und das Eurogame hat dann irgendwann dieses German Board Game abgelöst, weil man gesehen hat, oh, guck mal, die Franzosen, wow, die können das auch. Und mittlerweile alle, die Tschechen, die Franzosen, die Griechen, also sind alle dabei. Und der große Unterschied war vor allem die Mechanik. Und die Strategie, also es war weniger Glück, manchmal sogar weniger Thematik. Man hat den Eurogames auch eine ganze Zeit lang vorgeworfen, dass das Thema nur... Aufgesetzt war und man hätte da auch alles mögliche andere draufsetzen können. Genau. Und ja, das ist meistens korrekt. Oft sind sie sehr abstrakt oder haben abstrakte Mechaniken. Tausche und drei braune Klötzchen gegen ein silbernes Klötzchen. Ja, aber genau das machen wir Eurogamer total gerne. Das ist halt toll. Irgendwo so eine Effizienz steigern. Genau. Und dieses Eurogame Ameritrash, das war halt lange Zeit so wirklich so auf der einen Seite des Ozeans, auf der anderen Seite. Mhm. Aber das mittlerweile geht das so ineinander so über fließend. Und du findest auch Spiele, die von allem etwas haben. Genau. Das kann man so nicht mehr trennen. Das ist korrekt. Aber wenn ihr den Begriff Eurogame hört, dann meint es auf jeden Fall mehr Strategie, weniger Glück, niemand scheidet aus. Oft viele bunte Komponenten,
Ja, also irgendwie meistens Ressourcen. Holz. Meistens Holzkomponente. Ja, ja, meistens Holz, und Lehm und Stein in irgendwas anderes. Genau. Also oft dieses Medieval, dieses mittelalterliche Themen sind halt auch sehr beliebt. Ja, einfach. Ja. Hatten wir halt hier. Mhm. Und drüben gab es halt den Western. Und hier haben wir das Mittelalter. Was soll man machen? Genau. Ja. So, als nächstes haben wir Exclusives. Das ist wieder so eine Crowdfunding-Kickstarter-Geschichte. Genau, Exclusive, also exklusive Inhalte. Wenn man etwas gecrowdfundet hat, also mitfinanziert hat, dann wurde man damit vielleicht auch gelockt, dass man etwas Exklusives bekommt. Weil ich das mit unterstützt habe, kommt das Spiel an und in diesem Spiel sind zum Beispiel Karten zu dem Spiel, die es nicht gibt, wenn ein anderer Mensch später in den Laden geht und sagt, ich möchte das kaufen. Genau. Das nennt sich dann oft Kickstarter, wenn es da gecrowdfundet wurde. Kickstarter Exclusives. Ja, genau. Das ist mittlerweile so ein Ding, das ist sogar das Logo davon total bekannt ist und mit auf die Box gedruckt wird, wenn es dabei ist oder so. Ist eine schöne Sache, um den Leuten den Anreiz zu geben, sich das doch mal anzugucken, mitzumachen und mittlerweile auch echt als jemand wie ich, der mittlerweile angefangen hat, auch so Sachen zu sammeln. So eine Sache. Also so, wenn ich weiß, es gibt das Spiel auch noch in der Kickstarter-Version, das ist, denke ich mir, warum will ich die normale? Ich will lieber die so all dazu. In. Gehör nicht dazu. Mir ist es total egal. Ja, aber Exclusives heißt einfach exklusiv, weil du mitfinanziert hast. Genau. Meistens. Ja. Das ist das, ja. Ja, als nächstes haben wir Expansion. Expansion bedeutet Erweiterung einfach nur. Und das gab es auch schon vor Kickstarter und meint einfach Catan, die Seefahrer von Catan, eine der populärsten Expansions überhaupt. Die Seefahrererweiterung sowieso ist, egal bei welchem Spiel, immer populär. Genau. Weil gern gesehen. Das bedeutet einfach nur, dass zu dem Grundspiel etwas dazu getan wird. Also es gibt dann neue Boxen, die dann irgendwie ein Jahr oder mehrere Jahre später rauskommen und die einfach das Grundspiel erweitern. Und das heißt, voraussetzen. Richtig, das heißt, du kannst sie nicht ohne das Grundspiel spielen, aber du kannst immer noch das Grundspiel ohne die Erweiterung spielen. Ja. Aber auch da ist so eine Geschichte, Sammler wollen oftmals zu ihren Lieblingsspielen dann immer auch alle Erweiterungen. Bitte alle Erweiterungen. Also jeder kennt das bei Carcassonne, Erweiterung 10.000 Drolf, ich habe nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, es ist und oft, dann haben wir nämlich auch nicht, es gibt manchmal diese sogenannten Standalone-Expansions. Ach so, Standalone, Oder bei Dominion gibt es das zum Beispiel die Intrige früher noch, als es noch bei Hans im Glück war bei dem Verlag. Da gab es dann eine Erweiterung, die man aber auch alleine spielen konnte. Mhm. Das nennt sich dann Standalone Expansion. Mhm. Konntest du aber dann mit dem Grundspiel mischen. Also es war eine Erweiterung und ein Grundspiel. Haben wir auch den Begriff Grundspiel kurz erklärt. Das ist das, was du brauchst und die Expansion ist das, was das erweitert und manchmal extrem die Regeln ändert. Also ich kenne viele Fälle, wo dir das Grundspiel extrem gefällt und durch eine Erweiterung nicht mehr so gut. Vielleicht ist es dann zu kompliziert. Oder umgekehrt. Oder zu glückslastig. Oder umgekehrt, nie wieder ohne. Kenne ich sehr häufig. Ja. So, dann haben wir gleich auch die Fan-Made oder Fan-Based Expansion. Die ist halt von Fans gemacht. Ja. Das heißt, die wird nicht offiziell produziert, sondern meistens bekommt man sie tatsächlich nur online. Dann druckst du dir irgendwie was aus. Es gibt aber auch Erweiterungen, die von Fans gemacht worden sind, die dann tatsächlich später vom Verlag wirklich auch produziert werden. Ja, und dann zum Beispiel mit dem Originalautor zusammen bearbeitet wurden. Genau. Populäres Beispiel, finde ich, ist Scythe. Genau. Das ist vor allem dann, wenn das Spiel schon sehr aufwendig, komplex ist und thematisch halt bei den Spielern sofort die Ideen auslöst. Ne? Zu sagen, okay, jetzt Luftschiffe, wie cool wäre das denn? Klar, dass einem der Gedanke kommt, aber dass dann Leute sich hingesetzt haben und sich das wirklich Regeln zu ausgedacht haben, die auch funktionieren, die gebalanced sind, fand der Originalautor dann so gut, dass er gesagt hat, das machen wir. Und die Verleger haben gesagt, ja, das produzieren wir. Genau. Und das war ganz kurz ein Beispiel für Fan. Genau, also das ist relativ selten, dass tatsächlich so eine Fan-Erweiterung dann auch wirklich in die Läden kommt. Die meisten gibt es halt dann nur auf dem Boardgame Geek als File, also da kannst du dir das halt runterladen. Internet macht es auch oft möglich, dass gerade bei so Story- oder Geschichte, Abenteuerbuch-Dingen oft solche Geschichten dann einfach im Internet aufgeschrieben werden. Ja, genau. Andor hatte das zum Beispiel auch, die Legenden. Ja, also ich glaube jetzt hier bei dieses Microcrime City, das ist auch tatsächlich so ein Mikro-Makro, also da. Das Internet rotiert auch. Das Internet ist genau so. Als nächstes haben wir Farming, also Bauern anbauen. Da geht es natürlich darum, etwas zu produzieren. Also meistens halt irgendwelches Getreide, Obst, Gemüse etc.
Oder auch anders gesagt, fast jedes Uwe Rosenberg-Spiel hat was mit Farming zu tun. Das heißt, du produzierst. Ja. Das Besondere dabei ist, dass du tatsächlich, also es meint halt häufig diese organischen Dinge, die man auch wirklich anpflanzt. Also genau, und die sich dann auch vermehren. Die sich dann vermehren, genau. Also dann überlegst du, pflanze ich sie an oder benutze ich sie. Dementsprechend ist unser bekannter Vertreter davon Agricola, das ist, glaube ich, somit das bekannteste Spiel, wo du halt Sachen anpflanzt und die sich dann halt vermehren, weil du sie angepflanzt hast. Dann haben wir Filler. Filler ist... Der Füller, nicht der Tinten. Füller? Nee, genau. Ein Füller ist so ähnlich wie ein Absacker, nur dass das egal ist. Genau, das Absacker ist am Ende. Das Warm-up ist am Anfang und der Filler ist mittendrin. Ja, oder auch beliebig. Oder beliebig, genau. Also Filler meint einfach irgendwas Kleines für zwischendurch. Genau, und die werden im amerikanischsprachigen Umfeld oder englischsprachigen Umfeld auch ganz oft Beer and Pretzel Games genannt, tatsächlich. Das sind so kleine Spiele. Wir nennen sie auch gerne Breadstick Games bei uns. Also quasi super schnell so, erklärt und wenig Gedöns auf dem Tisch. Richtig. Ja. Dann haben wir Flicking bzw. Schnippspiel. Ja. Also wir sagen hier in Deutschland mehr Schnippspiel, aber es ist unter F bei Flicking, weil viele Spiele auch das Flick im Namen haben. Ja, Flick of Face zum Beispiel. Oder sehr Flick im Up. Flick im Up, genau. Das also, Flick bedeutet eigentlich nur Schnipsen. Genau. Könnte auch Schnipsen abheißen. Ja. Sehr, sehr klassischer Vertreter ist so zum Beispiel Carom, was ja quasi eine Art Billard ohne Kös ist. Genau. Oder Carambolage, da hattest du dann, glaube ich, diese Schnur oder so. Aber dieses Bewegen, eigentlich auch schon Richtung Dexterity, also Geschicklichkeitsspiel, weil wenn du nicht geschickt schnippst, wird das am Ende Genau, aber du schnippst auf jeden Fall. Du schnippst irgendwelche Dinge. Und dann haben wir direkt wieder eine Mechanik, Flip and Fill oder Flip and Ride. Mhm. Übersetzt würde das bedeuten, ja, übersetzen ist doof, aber erklärt wäre es aufdecken und eintragen. Mhm. Und zwar deckt man eine Karte auf oder mehrere Karten auf und dann muss man anhand des Ergebnisses etwas eintragen. Mhm. Das Pendant dazu wäre das Roll and Write, das kommt später noch, wo man würfelt und was einträgt. Mhm. Und das Flip and Fill so ist immer kartenbasiert tatsächlich und der Witz an der Geschichte ist, dass alle gleichzeitig das Kartenergebnis benutzen. Und der Vorteil zum Würfeln ist, dass der Glücksfaktor nicht so groß ist, also die Statistik, du weißt halt, wenn die Karten schon waren, dann kommen jetzt noch die Karten in der Regel. Genau. Ja. Dann haben wir Folgen. Ja, also es gibt ein paar Spiele, wo man eine Aktion wählen muss in seinem Zug und die anderen Mitspieler folgen dieser Aktion aber auch. Also bekanntes Beispiel ist Puerto Rico. Mhm. Ich sage, ich möchte ernten und dann dürfen aber alle anderen auch ernten. Mhm. Warum mache ich das? Weil ich vielleicht einen Bonus dazu kriege. Mhm. Und dieses mit dem Folgen hat sehr viele taktische und strategische Konsequenzen in diesem Spiel. Manchmal wähle ich eine Aktion nicht, weil ich denke, der hat da viel mehr von als ich, wenn ich das jetzt wähle, also lasse ich das. Und das kann auch mal zu AP führen in so Spielen. Genau. Aber Folgen wird tatsächlich in vielen Spielen benutzt. Also das habe ich schon häufig erlebt, dass halt nicht nur derjenige dran ist, der dran ist und diese Aktion will, sondern eben alle anderen folgen. Ja, und zwar auf die unterschiedlichsten Arten. Entweder bin ich dran und wähle eine Aktion oder beim Workerplace, das kommt auch noch. Genau. Also es ist auf jeden Fall ein schöner Mechanismus, um die Downtime zu verringern auch, weil die anderen ja dann in deinem Zug auch noch was machen. Genau. Als nächstes haben wir sind schon bei G, Gateway. Gateway Games sind sozusagen Türöffner-Spiele. Sprich, Spiele, von denen man glaubt, dass sie sehr einsteigerfreundlich sind, dass sie nicht so fürchterlich viele Regeln auf einmal dazu tun. Man könnte eigentlich sagen, dass die Nominierten und Gewinner des Spiel des Jahrespreises eigentlich Gateway-Spiele sind, denn das setzt die Jury quasi voraus, dass sie einen sehr leichten Eingang haben. Genau. Und wir haben da auch so unsere im Laden, hier im Café, unsere typischen Gateway-Games, wo wir sagen, das ist super, um den Leuten zu zeigen, die lernen dann bestimmte Mechanismen. Wir haben ja jetzt schon ein paar genannt, wie Deckbuilding oder so. Und da gibt es halt Deckbuilding-Spiele, die sind super als Gateway-Game, um diesen Mechanismus zu lernen. Und andere, die sollte man echt als Vielspieler, als Kennerspieler erst nutzen. So, dann haben wir Hand-Management. Ja, ähnlich wie das
Engine Building, was wir vorhin hatten, ist es auch eine Methode, Dinge zu sammeln, um irgendwie effektiver zu spielen, eine Strategie zu verfolgen. Hier aber auf der Hand, also oft Karten hat man meistens in der Hand. Und da ist es dann gar nicht unbedingt wichtig, was habe ich jetzt gerade auf der Hand, sondern was will ich davon später ausspielen? Mhm. Und dann sich oft strategisch gepolt, lange Gedanken dazu zu machen. Genau. Was behalte ich auf der Hand oder was nehme ich überhaupt erst auf die Hand? Manche Karten hängen voneinander ab und dann hast du halt deine Kartenhand und denkst so, okay, also wenn ich das machen möchte, dann brauche ich dafür aber noch die Karte. Aber wenn ich die Karte nehme, dann kann ich sie nicht mehr dafür benutzen. Das nennt sich halt dieses Handmanagement, dass du halt versuchst, die Sachen aufeinander abzustimmen, die du auf der Hand hast oder die du auf die Hand nimmst. Genau. Und da haben wir ein populäres Beispiel, etwas für Kenner, Terraforming Mars, da ist es nur ein kleiner, aber schon sehr wichtiger Aspekt des Spiels, dass du, weil du tatsächlich für die Karten, die du auf die Hand bekommst, oft zahlen musst und dann überlegst du es dir dreimal, ob du das jetzt wirklich nimmst. Ja. Also diese Hand managst. Ein ganz kleiner Handmanager ist Wildes Weltall, weil da habe ich oft diese Karten, wo ich sage, ich auf folge. Jeden Fall. So. Definitiv. Also es gibt einige Karten, Spiele, bei denen das so ist. Ja. So, als nächstes haben wir Hidden Movement als sehr populärer Vertreter. Die Übersetzung verstecktes Bewegen. Ja. Und wahrscheinlich hat jetzt jeder schon etwas im Kopf. Scotland Yard. Genau, also wo bewegt man sich versteckter als bei Scotland Yard? Wirklich hinterm Sichtschirm. Mhm. Ohne dass die anderen sehen. Es gibt inzwischen etliche Spiele, die auch oftmals deutlich erwachsener rüberkommen als Scotland Yard. Das ist ja eigentlich so ein Kinder- und Familienspiel. Ja, sind komplexer. Genau. Aber sie haben eben alle eine Gemeinsamkeit, dass man seine Züge, mindestens einer der Mitspieler macht seine Züge verdeckt. Es kann aber auch durchaus sein, dass mehrere Spieler die Züge verdeckt machen und dann aufgedeckt wird und dann geguckt wird, okay, wer ist denn jetzt wo? Aber Hidden Movement bedeutet auf jeden Fall verdeckte Züge planen. Ja, was denkst du? Kann das sein, dass wir erstmal das Ende einläuten sollten? Ja, ewig Ende. Jedes Spiel sollte eins haben, sonst ist es irgendwann zu lange. Und deswegen pausieren wir, beziehungsweise ihr. Aber wir machen weiter dort, wo wir aufgehört haben. Verrückt. Und hoffe, wir sehen uns demnächst.